Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mafia 3. Ja, ich werde jetzt da hier, Moment, zumindest die zweimal. Freischalten. Annehmen kann man es ja. Schon gespannt, ob die DLC diesmal funktioniert. Sind Sie Big Jim? Detective Jim McCormick. Gut, Detective. Ich höre, Sie haben ein Problem mit Marcanos Drogendeals im French Ward. Mann, die ganze Stadt hat dieses Problem. Sein Untergebener Doc Gaston hat sich eingegraben wie eine beschissene Kakerlake und pumpt die ganze Stadt voll Gift. Und Doc Gaston finde ich wo? Wenn ich das wüsste, hätte ich ihn schon eingebuchtet. Der größte, gottverdammte Drogendealer in dieser Stadt und keiner weiß auch nur das Geringste. Der Name Sal Marcano löst Gedächtnisverlust aus. Zum Teufel mit Sal Marcano! Der beste Hinweis, den ich habe, ist, dass einer von Gastons Lieferanten in die Stadt kommt und sich mit einem von Gastons Männern treffen wird. Ich komme nicht näher ran, aber Ihr Freund sagte, Sie könnten gut Informationen aus Leuten rauskitzeln. Mal sehen, was ich tun kann. Haben Sie keine Scheu und 15 Jahre Arbeit für das French Ward und es ist bloß schlimmer geworden. Mehr Rauschgift, mehr Huren, mehr Blut auf den Straßen. Wo bist du, Partner? Hä? Zwing mich nicht, nach dir zu suchen. Warum sollte ich das tun? Ich
Das könnte übel sein. Wie geht's? Ja, gut. Hier kriegt man alles, was man will, wenn man genug Knete hat. Nehme ich nicht auf meine Kappe. Das Teil war scheiße. Es war schon scheiße, als ich es bekommen habe und nachdem es verschnitten worden ist. Wenn du Dr. Gaston sagst, dass er schlechtes Dope verkauft, nur zu. Aber trotz allem muss das Zeug ja verkauft ich werden. Ich finde raus, was wenn das war. Davon etwas schlecht wird, bei wem wollen Sie sich denn beschweren? Bei der Polizei? Was hat der Krach zu bedeuten? Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass das eine Ratte war. Sag Bescheid, ob alles okay ist. Wo ist der Typ hin? Hä? Na komm her. Nur noch Bekloppte auf der Straße. Vorsicht, Platz da! Entschuldigen Sie bitte. Ich weiß, wo du hin willst. Es gibt kein Entkommen, Junge! Achtung. Entschuldigen Sie bitte. Das war echt geil,
Kein gottverdammter Mucks von ihm. Was hat der Krach zu bedeuten? Ich zieh den Kopf ein! Ich hatte einen guten... Dein Arsch bleibt... Verdammt! Wer bist du? Du erzählst mir jetzt was über Dr. Stones Geschäfte. Fast hätte es gekracht, du Vollidiot! Du fährst echt wie ein Arschloch! Halt den Wagen an! Halt an! Rede oder es wird echt scheiße für dich! Ich kann dir nichts sagen, wenn ich tot bin, verdammt! Die Typen sagen mir nicht mal die Uhrzeit, ich schwör's! Mach's Maul auf, heute noch! Verraten mir doch nichts! Ich bin ein verfluchter Niemand! Jetzt spuck's aus, verdammte Scheiße! Die verraten mir doch nichts! Ich bin ein verfluchter Niemand! Jetzt spuck's aus, verdammte Scheiße! Fast, na schön! Scheiß drauf! Bring dich eben um! Mir doch egal! Rede, verdammte Kacke! Ich sag dir, was ich weiß. Nichts! Jetzt spuck's aus, verdammte Scheiße! Verdammter Mist! Ich hab grad Ärger mit ein paar Jungs im Ward. Ist ja klar. Damit beweist du doch gar nichts. Falsche Entscheidung getroffen. Vorsicht! Ich sag dir, was ich weiß. Nichts! Jetzt spuck's aus, verdammte Scheiße! Ich sag dir, was ich weiß. Nichts! Jetzt spuck's aus, verdammte Scheiße! Wer zum Geier kommt dafür auf? Zum Geier kommt dafür auf! Das war die Karre von meiner Mutter! Scheiße! Verdammter Mist! Ich sag dir, was ich weiß! Nichts! Hör auf, meine Zeit zu verschwenden! Verdammter Mist! Zum Geier kommt dafür auf! Wenn ich ein Wort sage, bin ich ein toter Mann! Jetzt spuck's aus, verdammte Scheiße! Red doch gleich, Depper da. Ich weiß mal nichts. Halbe Stunde warten, Kreisbahn. Zum Glück habe ich kein Geld verloren. Was ich wohl an habe, ist die schusssichere Weste.
Was ladest du schon? Das ladet ja, ist ja Wahnsinn. Das ist extrem lange Ladezeiten. Schön, dass es endlich aufklappt. Pass auf! Hey, pass auf, wo du hinläufst! Falsche. Das klingt, als ob man einem Kater die Eier abrasiert. Starte Untersuchung. Bitte komm. Zentrale, so ein gottverdammter Nigger hat hier draußen eine Wutpuppe hingelegt. Bitte komm. Zentrale, Geräuschquelle ist irgendein Hund. Alle unsere Arbeitsliste. Und deine ist halt zufällig ficken. Also beweg deinen Arsch und mach.
Danke, Herr Jesus. Natürlich jetzt. Also schon noch von oben. Nicht wundern, die hole ich schon, nur muss ich da dann sowieso hin, also brauche ich nicht extra. Wenn ich nur eine Knarre hätte. Scheiß drauf. Mir doch egal, wer zum Teufel die sind. Na super. Eh dort, wo ich hin muss.
anziehen. Die Puppis in unserer Welt und ihre Mami ist ganz weit. Pass auf! Das hier ist Sperrgebiet, Arschloch! Pass auf, wo du hingehst! Schusswaffe! Sie hat gesagt, sie hat's von ihr. Andere Bewusstseinsebene bringen, hat sie gesagt. Ich hab ihr gesagt, sie redet einen Haufen Scheiße und hab sie stehen lassen. Vögelt oder was? Hey, das arme Ding hatte genug drin, um zwei Kerle meiner Größe ruhig zu stellen. Nee, so ein Typ bin ich nicht. Ha? Ich brauche hier einen Arzt. Ist ein Arzt hier? Diese Stadt geht den Berg runter. Mit einem Affenzahn. Ich glaube, ich habe was gehört. Hier drüben ist nichts. Jetzt ist alles ruhig. Irgendwer kickt nun! Wie zieht Dr. Storn seine Drogengeschäfte auf? Wir bekommen eine verdammte Tonne Hasch per Boot. Ich verrate euch wo. Dein Arsch gehört jetzt mir. Hat jemand gesehen, wo er hin ist? Aber das Arschloch ist hier noch. Hä? Verzeihung. Sünder von überall. Denken nur an Saufen und Rumhuren und an Rassenmischung. Verzeihen. Bring mir ein Butterbrot mit, wenn du am Laden vorbeikommst. Langsam geht mir dieser Regen auf die Nerven. Ich glaube, da ist nichts mehr zu retten. Gottverdammte Betrüger. Ah!
Aufsatteln! Was? Komm zurück, du Blödmann! Ich zerre ihn wieder her. Okay, aber nicht allein.
Okay, wo wollt ihr ihn dann suchen? Was geht ab? Versuchen wir es hier drüben. Was zum Teufel? Dann schaue ich halt woanders nach. Dass die Menschen sich zusammentun. Es wird passieren. Thank you.
warte mal. Das Jagdwetter. Spielen wir noch eine Runde? Wie spät ist es? Zeit für dich, eine Runde zu spielen, damit ich mein Geld zurückkriege. Welche Wünsche? Man hört zurzeit viel von toten Dealern. Und wer es nicht ist, wird endlich gesprächig. Sie sagten, Doc Gaston sei im Cistern unter dem Big Mouse Jazz Club. Erwarten Sie nicht, dass ich ihn mit einer Festnahme davonkommen lasse. Wenn ich ihn festnehmen wollte, hätte ich Sie hier gar nicht mitspielen lassen. Justitia ist vielleicht blind, aber blöd sollte sie nicht auch noch sein. Gehen Sie und tun Sie, was immer Sie vorhaben. So läuft's, Detective. Sie haben also das Hippie-Arschloch Gaston geködert. Kümmern Sie sich jetzt um ihn? Die Arbeit wird mir zu Blödsinn machen. Oder sprich, meine Paragrafen zurückhält. Wenn es die besten Anwalt zum Tun. Der Haftbefehl kommt eh wieder draußen. Warum? Nicht das. Ja, cool. Wenn man entscheiden kann, ob man die Geschäfte weitermacht, so wie Prostitution und Drogenhandel. Dann würde ich die nicht weitermachen lassen. Nur halt. Nicht so, wie man es kennt, wo die Frauen geschlagen werden, gar nicht. Sondern auf freiwilliger Basis. Und Drogen? Nein. Man macht hier so viel Geld. Man muss nicht gierig werden. Und bei Drogen verbrennt man sich schlussendlich die Finger. Thank you.
Onkel Lou ist nicht besser als dieses Stück Scheiße Doc Gaston. Ein Dealer und ein Hurenbock im feinen Zwirn. Und den Lou war keiner? Den hole ich mir schon noch. Gaston könnte genauso gut auf dich schießen, wie einen mit dir heben gehen. Der dekadente Sack. Ich bin im French Ward. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Dein Geld auf einmal hier kommen kann ich es direkt in die Bank. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Und? Der Deal ist abgeschlossen. Du weißt, wie du mich finden kannst. Willst du denn hin? Aus dem Weg. Da stecken, wo die Sonne nicht. Glaubt er kann meinen Kindern.
Freunde von Mona zum Elternabend geht. Ja, das war's jetzt mit dir. Ist da jemand? Papier ist immer noch so mies. Brüllen müssen davon erfahren. Cassandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte Hilfe bei den Telefonen brauchen. Ich würde das gern für dich erledigen. Ist da jemand? Hey Mann, ist da draußen alles in Ordnung? Touristenkram ist. Es macht mir trotzdem Spaß. Achtung an alle Einheiten. Es gab ein Tötungsdelikt im French Wall. Der Verdächtige wird beschrieben als... Hilf mir doch mal mit den Cops im French Ward. Sofort. Landete direkt auf seinem Fuß. Der ganze verdammte Container. In Ordnung. Was habe ich da gerade gehört? Ich kann nicht glauben. Der Typ, der aus seinem Fenster gefallen ist, war bestimmt wegen Aktien. Macht ja alle wahnsinnig. Was immer du sagst. Wir werfen unsere Jungs weiterhin. Und die schmeißen ihre rein. Und dabei kommt nichts Gutes raus. Auf die Marcanos ist. Nein, das aus seinem Wohnzimmer. Es ist meistens gestoßen worden. Was immer du sagst. Rauchfeuer brennen unter der Erde. Eine Dame mit kupferfarbenem Haar geht barfuß gleichgültig zwischen den Häusern der Sonne. Komm mit uns, locken die verrückten Kinder.
den Rasen. Und sie ist erst mittendrin. Das wäre das ganz normal. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich tun soll. Was immer du sagst. Das Boot ist laut. Was soll das sein? Am Ende bringst du ein einziger Land. Hier ist ein Fenster. Er greift den Ring an. Die Wirtschaft macht ja alle Wahnsinn. Ich gucke keine Nachrichten mehr. Ich brauche nicht noch mehr Verbrechen und Gewalt. Er ist wohl geschäftlich unterwegs. Hä? Lauf! Weg hier! Dumm gelaufen. Was ich zu sagen habe. Aber wenn Sie anfangen zu protestieren, die Straße zu blockieren, dann bin ich draußen. Wieso können Sie nicht an? Der Geruch in der Luft, ich sag. Angenehm wäre. Ich schmeiß hin in der Konservenfabrik. Der Typ, der aus seinem Fenster... Mein hast du das gesehen? Tien, die Wirtschaft macht ja alle wahnsinnig. Mir Sorge bereitet, ist, dass der neue Polizeichef die Sache mit den Schwarzen noch verschlimmert. Entschuldige dich gefälligst. Wolle er sie bewusst aufstacheln. Finde ich. Du hast ja so recht. Sie ist schnell, aber ich hab dir gesagt, nötigen Aufzug auf die Straße. Ich hab auch nur dran gedacht, hätte mich so anzuziehen. Denn heutzutage komm einfach vorbei. Sie würde sich sicher freuen. Meine Frau mag's nicht besonders, wenn ich zu oft hier bin. Verzeihung. Tut mir leid. Weg hier! Schnell! Lauf! Weg hier! Das hörte sich verdächtig an. Meine Schwester arbeitet im Royal. Sie potzt immer noch das Blut von den Männern. Verschwindet hier! Abmarsch, Schwanzlutscher! Hey! Und zwar Dalli! Ach du Schatz, was bist du denn so rumballern? Hey, du weg hier! Thank you.
Weißt du, Jackie, ich sehe mich selbst als eine Art Mentor, als Lehrer, so wie Jesus. Habe ich nicht recht? Klar, Doc. Sicher. Gut. Sehr gut. Ich hoffe nämlich, dass alle anderen diese Botschaft auch kapieren. Da ist er! Mach ihn! Sie haben sich hier nett eingerichtet, Doc. Kommen Sie zu mir und ich lasse Sie weitermachen. In Ordnung, Mann. Ich arbeite für euch. Jemand wird sich melden. Ich brauche Rückendeckung. Wenn ich das French Ward sichern soll, brauche ich mehr Leute. Ha, du verarschst mich. Keine Angst, sie sind auf dem Weg. Scheißregen. Das Kino ist ordentlich leer. Am Ende bringst du einen 1 Meter langen Alligator mit zurück, den man nicht mal essen kann. Vielleicht hat der Typ dem Zimmermädchen kein Trinkgeld gegeben. Entschuldigung, darüber sollte ich keine Witze machen. Na, wenn das mal nicht mein neuer Lieblingsheld der Presse ist. Was? Corley. Sie schreiben immer noch für das Drecksblatt, oder? Je blutiger, desto besser verkauft es sich. Und bei dem, was Sie da draußen machen, ich komme kaum mit dem Drucken hinterher. Haben Sie was für mich? Huren. Wer im French Ward eine Edelhure sucht, geht zur Handsome Harry Ruby Show. Ein eigenhändig von Lou Marcano ausgewählter Mann. Ich wette, dass Lou seine ganzen VIPs zu Harry schickt. Wenn's ein kleiner Fick sein soll, dann gehen Sie zu Harry. Er hat alles, was man braucht. Nutten an der Ecke, Pornos und wenn Sie Geld haben, lässt er Sie Ihre perversesten Fantasien ausleben. Um so einem Arschloch wie Harry gleich das Wasser abzugraben, müsste man den Geldfluss sofort stoppen. Ich sehe schon die Schlagzeile. Blaublüter von New Bordeaux in Sexskandal verstrickt. Oder vielleicht das finstere, perverse Herz der Stadt. Ich guck mal, was sie aus Harrys Leuten rauskriegen kann über die Operation. Und die reichen Gönner. Oh, Handsome ja. Harrys Zuhälter werden schon wissen, was er vorhat. Meine Quelle berichtet mir, dass Sie die Drogengeschäfte im Cistern kontrollieren. Wenn Sie mal irgendeinen schillernden Kunden haben, lassen Sie es mich wissen.
fast umgefallen, als ich die Milchpreise gesehen habe. Schick mir eine neue Karre ins French Ward. Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir. Ein Satz heiße Reifen, wie bestellt. Ich weiß das zu schätzen. Du willst dich nicht mit mir anlegen, Kleiner. Vorsicht, Platz da! Vorsicht, du blöde Sau! Gottesgesetzen. Rassen zu vermischen ist wieder natürlich. Das oberste Gericht ist anderer Meinung. Hä? Das hier ist...
Wenn ich dich finde, bist du verflucht nochmal tot! Ich glaube, das Arschloch ist hier noch irgendwo. So leicht gebe ich nicht auf. Wir haben es. Sind nicht mehr allzu viele von uns übrig. Der Junge ist jetzt im Himmel. Was passiert als nächstes, du Wichser? Weißt du das? Neues Suchraster. Der ist wohl zu lahmarschig gewesen. Was war das, verdammt? Oh Gott, wovor rennen die denn weg? Thank you.
Das hört sich gar nicht. Der Verdächtige ist bewaffnet und gefährlich. Verstärkung ist unterwegs. An alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesehen. Mein Hund wird dein Kadaver. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Nicht Kontakt zu Verdächtigem verloren. Ich komm hier nicht weg. Er hat mich festgenagelt. Dann nimm mal was gegen die Cops im Ward für mich, bitte. Alles klar. Ah, du hättest mich um. Wie geht's dir? Wie geht's? Okay, das hört sich nicht gut an. Was? Was liegt an? Halt die Fresse, Mann. Du kannst den Stoff in der ganzen Stadt finden. Das hörte sich nicht gut an. Vielleicht ein Wissen. Ich bin nicht!
den Stoff in der ganzen Stadt finden. Ist nicht so, als ob das schwierig wäre. Hast du das Hört gesehen? Ihr das? Dazu. Gib mir ein Bier. Schlechte Knarre, ehrlich. Bin nicht sicher, ob ich das wissen will. Hab bis jetzt noch Ups, tut mir leid. Macht einen nachdenklich. Er wurde angeschossen. Verzeihung. Tut mir leid. Los, aufstehen. Den Rausch können Sie woanders ausschlafen. Wenn ich Sie hier nochmal sehe, stecke ich Sie in eine Ausnüchterungszelle. Guten Morgen. Tut mir wirklich leid. Hey. Aha. Richtig. Tut mir. Ja, sie hat gesagt, sie sei verrückt nach ihm. Das nennt man einen treuen Kunden. Ein Ordnung. Die Sache ist, ich... Ist das nicht ein Spaß? Sag das nicht, verdammte Scheiße. Ich will dir nicht deinen beschissenen Arsch verhauen. Danke. Fühle seine Langeweile. Langeweile. Ich weiß nicht, wieso Leute diesen... Hast du das gesehen? Mist essen. Soul Food? Das Einzige ist, was von dir übrig bleibt, wenn du das Zeug isst. Ich sag's ja nur. Das war ziemlich schnell, ziemlich langweilig. Fühle seine Langeweile, Langeweile. Aber wer will denn bitte eine von uns auf- und abstolzieren sehen? Wie geht's? Ich schwöre, dass ich was gehört habe. Es gibt Ärger, Jungs. Sie hat gesagt, sie sei verrückt nach ihm. Sie selbst ist einfach...
Vorsicht, Pflaster! Ey, kannst dich nicht entschuldigen? Oh, pardon, mein Fehler. Ja, aber komisch vor. Wie geht's dir? Ich war niemals das, was man einen guten Vater nennt. Oder auch ein Was wollen die denn hier draußen mit der Demonstriererei und dem Gebrülle? Haben die keinen Respekt vor Anständen? Bilde ich mir das nur ein? Was schleicht der da so rum? Keine Ahnung, was das war. Warum hat der Kerl eine Pistole? Oh Gott, ich muss die Bullen rufen. Cassandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte Hilfe bei den Telefonen brauchen. Warte mal eine Sekunde. Sind Sie noch dran? Die Leitung ist unterbrochen.
Ich hab was gehört. Du kannst darin nicht einfach so rumstochern. May ist meine Freundin und deine auch. May ist ein... Hä? Du hast ja nichts zu suchen. Ich fange an zu... Ich gehe in Deckung! Da! Schnappt ihn euch! Der Typ hat auf uns abgesehen! Rutsch rüber, oder ich helf nach. Moment! Wer hat dich denn eingeladen? Das Plowhaus. Wie komme ich an Harry ran? Großer Gott! Die Typen sagen mir nicht mal die Uhrzeit! Ich schwör's! Spuck's aus, alles, was du weißt. Meine Eltern haben mich auf den Kopf fallen lassen. Ich hab ein Scheißgedächtnis. Jetzt lass was hören, du Schwanzlutscher! Großer Gott! Der Boss erwartet wichtige Kunden. Kranker Wichser, Digga, Mädels wehtun. Ich kann euch sagen, wo sie sein werden. Du solltest dir einen neuen Job suchen. Das Arschloch ist abgehauen. Vielleicht ist jetzt endlich mal Ruhe hier. Wie geht's?
Ich muss die Bullen im French Ward abschütteln. Jetzt nicht. Versuch später, wenn ihr Mord habt, wenn ich dich gesehen. An alle Einheiten. Der Techniker ist äußerst gefährlich. Zusätzliche Einheiten sind unterwegs. Bullen im French Ward sollen sich verdammt nochmal verpissen. War eine Hacke. Wir hatten schon gedacht, er würde nie lesen lernen. Aber dann hat er ein lustiges Finger. Von denen wollen einfach nur mit den Mädchen reden. Ich meine, klar, irgendwann ficken sie sie auch. Aber viele dieser Kerle brauchen einfach mal Abstand vom Alltag, ihrer Frau und ihren Kindern. Bei den Preisen sollte Vögeln mit drin sein. Naja, solche Männer sind reich genug, dass sie billig an Muschis rankommen. So ein Kerl bezahlt eher für ein Mädchen, das so tut, als sei er ihr scheißegal. Glaub nicht, dass das eine Ratte war. Das heißt nichts Gutes. Hey, atmest du noch? Wenn du okay bist, sag was. Hey! Ich soll nachsehen. Scheiße! Scheiße! Schaff mir dieses Arschloch vom Hals! Das Plauhaus. Wie komme ich an Harry ran? Der Boss schmeißt eine Bumsparty für die reichen Typen. Da sollte eine Menge Kohle zusammenkommen. Ihr seid jetzt Teil meiner Gang. Cassandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte Hilfe bei den Telefonen brauchen. Warte mal eine Sekunde.
Selbst der Gouverneur glaubt, dass die demokratische... Verstehe. Macht es dir nichts aus, dass die ganzen Leute dich sehen? Jetzt, wo du es sagst. Ich habe damals ein wenig Französisch gesprochen, du weißt. Einem hübschen Mädchen quatschen zu können. Vielleicht noch um jemanden zu beschimpfen, der es verdient hat. Ich hoffe, du hast einen guten Grund, so zu rennen. Bitte auch. Was ist denn in die Gefahr? Wir haben ihn wohl langsam nicht unbedingt die sicherste Gegend. Ich glaube, er ist keine Zeit für Gewäsch. Was soll denn das, Mensch? Oh, tut mir leid. Etwas rücksichtsvoller, ja? Vorsicht, Pflaster! Ihr Trampel! Kannst du mir einen neuen Wagen ins French Ward schicken? Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen.
Hab hier Bargeld zur Aufbewahrung. Ich warte im French Ward. Etwas Geduld, bin sofort da. Willst du was einzahlen, Darling? Wehe, du verliebt. Wen unterwegs? Melde dich, wenn du mich brauchst. Auch mein junger Bruder. Das gleiche Problem. Schon möglich. Ich hatte eine Zeitschrift gefunden. Aber sie wurde immer noch angezeigt. Der Sensor Pansom Harry wirkt etwas aufgeregt. Anscheinend vergeht sogar seiner Kundschaft die Lust, wenn auf sie geschossen wird. Ist er zurück im Bordell? Er nennt es lieber En Bel Jardin, wie der Blumenladen nebenan. Aber ja, dort ist er. Vermutlich auf der Suche nach ein paar Titten zum Ausheulen. Sie sind ein kranker Penner, Corley, aber danke für die Hilfe. Ich glaube, dass der hübsche Handsome Harry vielleicht gar nicht mehr so hübsch ist, wenn Sie mit ihm fertig sind. Sie keine andere Wahl haben, als uns zuzuhören. Ich möchte wirklich herausfinden, was Sie über Onkel Lou wissen. Er ist wie der knuddelige Ganove von nebenan, den jeder liebt. Ich guck mir das mal an. Komm, wir sehen uns zusammen die Stadt. Gott verdammt, er hat noch einen erwischt. Darf denn hier wirklich jeder mit der Knarre? Was ist denn? Wollte also den Rest von uns überreden zu streiten. Was ist hier, sagt sie. Was sollen wir denn tun? Die Jungs in der Chefetage grapschen halt manchmal ein bisschen. So sind sie eben. Sichte doch deshalb nicht auf einen regelmäßigen... Klar doch.
Geld bringen. Aber manchmal wünschte ich mir, es gäbe hier nicht so viele davon. Klar. Der arme Mann ist bestimmt nicht mehr ganz richtig. Wenn wir die Scheiße nicht in den Griff kriegen, geht das Geschäft vor die Hunde. Nichts lässt einem den Schwanz so abknicken, wie die Angst abgeknallt zu werden. Wenn das Arschloch uns stimmt das da nicht. Oh mein Gott! Reizt er sein Blatt. Jetzt, wo Handsome Harry hier ist, haben wir genug Leute, um mit der Situation klarzukommen. Wenn der Scheiß-Nigger hier auftaucht, kriegt er, was er verdient. Die ganze Gruppe hat die Großart, ein Haus draußen in Bayou zu kaufen. Du weißt schon, so eine Art Kommune. Natürlich ist keiner von denen. Verdammt, was ist das? Die kennen die ganze weiße Spießerrasse. Eine Leiche! Die nicht, die hier unten abgehen. Mal war es Little Steve. Aber mit einem der Wie viele sind das hier? Was zur Hölle geht hier vor? Das ist keine Religion. Jetzt hör doch mal, es ist eine Art zu denken. Sie stärkt deinen Geist. Leck mich. Halt die Augen offen. Ich will nicht enden wie Little Steve. Abzuklettern und nach dem Reiten. Ich hab sein Buch in meinem Hotel. Wenn es dich interessiert. Was zur Hölle? Haben ihren. Dabei sollten wir es belassen. Bin ich interessiert. Mein Mann hat uns ein neues Haus besorgt. Gleich in den South Downs. Kindern in die Schule gehen, die was lernen wollen. Quatsch ruhig weiter, hört eh keiner zu. Herausgefordert. Was hat sie sich denn gedacht, so angezogen auszugehen? Naja, man solange sie Anstand haben. Bilde ich mir das nur ein? Dieser Mensch atmet nicht mehr. Er nur wie ein Spatz gegessen hat, als sie in dieses Land kam. Nach ein paar Monaten unter ihren Leuten hier hatte sich das so gut wie erledigt. Du redest mit dir selbst. Ich höre jedenfalls nicht zu. Nicht, wie man keinen Regen mögen kann. Ich hab durch mit dem Buch. Ich denke, diese Gewalt in der Stadt neuerdings. Leute, die einfach durch. Der Mann ist geschossen worden. Schrecklich. Schätze schon. Sag mir, wie lange du noch in der Stadt bist. Hast du das gesehen? Was ich dir zeigen will. Ja. Diese gottverfluchte Scheißhitze. Wieso hat dieser Mann eine Waffe? Lange nicht gesehen, was? Ist das eine echte Knarre? Soll nur herkommen, verdammt!
Kraft in diesem Regen. Wie geht's? Wie auch immer. Das wird ziemlich schnell, ziemlich langweilig. Zu früh. Verstehe. Bla bla bla. Das ist nicht dein Spaß. Ich hab nicht mal zugehört. Ich hab mich doch nicht verhört, oder? Hey, noch wach? Das Kreuz ist noch immer das Blaue. Mach einfach mit dem Hardware, okay? Keine Zeit für Gewäsch. Ich hab sicher etwas gehört. Wo bist du, Partner? Hä? Kumpel, hör auf mit der Scheiße! Ich hab hier das Sagen. Du gehst den suchen. Haben wir noch nicht gesucht. Wo ist er hin? Hast du den Verstand verloren? Scheiße, Scheiße, Scheiße! Dass ich das sein kann, da ist es gelegen. Da ist es aber nicht mehr. Das Bordell, die Mädchen,
Sogar du. Ihr alle untersteht jetzt mir, klar? Was immer du sagst, Mann. Was immer du sagst. Kluger Mann. Wir sind im French Ward. Schick mir ein paar deiner Männer. Kannst du auf mich zählen, Junge. Und ich kann mich hoffentlich darauf verlassen, dass du dich beim nächsten Bezirk revanchierst. Ja, schön. Ja, komm. War ja schon so. Hab hier Bargeld zur Aufbewahrung. Bin gleich da. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Ich weiß das zu schätzen. Pass gut drauf auf. Bin unterwegs. Melde dich, wenn du mich brauchst. Ich bin in der Innenstadt und bräuchte Nachschub. Ich mach mich schon auf den Weg zu dir.
was dabei, was du brauchen kannst. Zeig mir mal, was du hast. Sorgsam damit um. Schau jetzt ab. Der Kult wird gern nachts aktiv. Am besten warte ich hier, bis sie aufkreuzen. Das sehen wir uns lieber mal genauer an. Das Fleisch verzehrt und ich verzehre das Fleisch. Mist!
Das muss ich mir wohl ansehen. Dann verdienen wir uns mal unseren Sold. Für die Aufstellung Grand Tee! Nichts, der ist weg. Ihr könnt aufhören, ihn zu suchen, wenn er tot ist. Ich mache hier drüben weiter. Wo zum Henker ist der hin? Er ist noch hier. Findet ihn! Nichts. Der ist weg. Er muss hier sein. Ich gehe in Deckung. Du bist kein Ausgang-Gott. Erhebe dich voller Macht. Der Tod. Schieße. Jetzt. Nach ihm. Achtung. Granate kommt. Ich bin weg. Wenn er wiederkommt, keine Ahnung, wo das Arschloch ist. Schau doch mal da drüben nach. Einer von uns ist gefallen und der steht immer noch. Noch hier. Muss so sein. Oh nein! Oh nein! Scheiße! Er hat noch einen erwischt! Unsere Schwestern sind bereit für die Segnung. Kommt jetzt hoch. Willkommen, Brüder und Schwestern, an diesem gesegneten Ort. Mit dieser Initiation erheben wir uns. Mit diesem Ritual ehren wir Père Sanglant. Möge sein Wort uns binden und schützen. Und wir werden ihn den Segen nennen. Und der Segen wird erneut die Ensanglanté führen. Gebt euch einander hin, wie es der Vater gebietet, zu Ehren der Ankunft des Segens. Und nun unsere Salbung. Nimm das Fleisch und du wirst dich erheben. Möge deine Linie gedeihen. Der wirft das Molotow. Da bist du ja. Molotow! Er versucht uns zu ver... Scheiße, hier brennt's gleich! Gib mir das Stärkste, was du hast! Schau ihn mir von der Seite!
aus, als würde es gleich zusammenbrechen. Wow, shit. Der Laden ist total runtergekommen. Scheiße, wo sind die hin?